Und da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu einem ganz brisanten Thema, was leider Gottes sehr viele Menschen da draußen auch betrifft, was sehr unschön ist, grausame Situation darstellt, nämlich das Thema Brustkrebs. Ich möchte heute dieses Thema Brustkrebs anschauen, wie man das auch behandeln kann in einer nicht gängigen Form, die man heutzutage auch selten hört, aber eine Verbreitung durchaus wünschenswert ist im großen Sinne, weil es einfach eine schonende Behandlungsform ist. Ich rede hier von der Electric Cancel Therapy. Dazu habe ich die Heilpraktikerin und Operationsschwester eingeladen aus Köln. Ganz herzlich willkommen, Martina Kondritz. Dankeschön, lieber Alexander. Es freut mich wieder sehr, hier zu sein. Das lieb von dir. Danke vielmals. Es ist auch extrem wichtig, das, was du zu sagen hast, zu dokumentieren. Das ist auch für uns eine Ehre, so eine Qualität an Sendeinhalten den Zuschauerinnen schenken zu dürfen, weil das gibt Hoffnung. Es gibt Kraft und Hoffnung. Es soll keine Selbstbeiräucherung werden, aber es soll den Leuten einfach Möglichkeiten eröffnen. Das ist meine Message, die ich eigentlich gerne hätte, dass man ja vielleicht auch mal über den Tellerrand rausschaut, nach Alternativen sucht und mal versucht, ja, dass manche Therapien vielleicht auch in der Kombination integrativ, komplementär. Es gibt einen Professor Thilo Körner, der hat das Wort integrative Medizin geprägt und komplementäre Medizin. Und in Gedenken an ihn, er hatte so viel Recht damit, dass man immer die Waagschale halten soll, in Kombination Schulmedizin und Naturheilkunde. Das versuchen wir den Zuschauern heute mal wieder mit auf den Weg zu geben. Sehr gerne. Ich glaube wirklich, jede Dame, die am Fernseher ist, wird jetzt hier an den Lippen kleben. Und auch wir Herren selbstverständlich. Ich meine, in der letzten Sendung hast du über Prostatakrebs geredet, wo Inkontinenz und Impotenz tatsächlich auch in einer erfolgreichen Behandlung bewahrt werden kann. Genau. Und jetzt möchten wir ja mal schauen, inwiefern das bei der Brust möglich ist. Ich denke, die meisten Probleme, die die Damen dann merken, ist, wenn beim Duschen, beim Eingremen, werden sie einen Tumor spüren oder eine Erhärtung spüren, die wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre alt ist. Teilt sich im Quadrat. Also man kann ausrechnen Zentimeter, wenn man es hochrechnet. Das sind schon 3-4 Jahre. Und jetzt kommt der große Schock. Ja, leider. Ich spüre was. Oh. Und jetzt bin ich noch Frau, was passiert jetzt? Komm, ihr habt mir die Brüste weggenommen. Jetzt steigert man sich in was rein. Ich glaube, das wird immer schlimmer und schlimmer. Und kann ich mit einem Mann darüber reden? Und ist für viele Frauen sehr schwierig. Ich lege mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich behaupte immer, gute Ehen, da ist es egal. Da ist das Thema, du bist jetzt keine Frau mehr, nicht aktuell. Mhm. In Ehen, wo es vielleicht nicht so wirklich klappt, die armen Frauen tun mir auch mal extremst mehr Leid, weil ja, die mit der Belastung des Tumors schon mal zu kämpfen haben und auch noch nicht mehr Frau zu sein zu kämpfen haben. Dann gibt es auch vielleicht noch der Tumor, aber auch nur das Resultat dieser Probleme. Kann auch sein, oder? Ja, dann gibt es die Patientinnen, die in der Narbe zum Beispiel ein Rezidiv kriegen. Da habe ich aber einen ganz süßen Tipp für meine Patienten. Wenn die Patientin meinetwegen auf der linken Seite die Brust verloren hat, sage ich immer, tauschen Sie doch die Betten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nachts rüberfasst auf die linke Seite und da ist plötzlich nicht die Brust, die da sein müsste. Der Mann zieht automatisch die Hand zurück. Ja? Und die Frau denkt, Das tut weh. Ja? Oh, ja. Und wenn man das tut der Frau im Herzen weh. Ja? Das ist so unnötig. Und der Mann meint es ja gar nicht böse. Nein. Also tauscht man das Bett oder den Bettplatz, ertastet und es ist das da, was da eigentlich sein sollte. Das ist natürlich immer so, wenn man Patienten länger kennt, kann man solche Tipps mal geben. Aber ich finde, unsere Zuschauer dürfen das heute auch mal wissen. Ja. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die es der Frau erleichtern, aber auch dem Mann erleichtern, mit einer solchen Situation umzugehen. Das ist ja, ich wünsche mir heute aus der Sendung, dass wir Präventivmaßnahmen haben, also was noch nicht, dass das Kind noch nicht so tief im Brunnen gefallen ist, dass es wirklich zu einer Amputation kommt, sondern dass wir wirklich eine erfolgreiche Behandlung machen können. Wie sieht die aus bei dir? Also die Leute spüren was, jetzt geht man wahrscheinlich als erstes, ich vermute jetzt mal immer zum Schulmediziner, oder? Natürlich. Auch in deinem Fall auch immer den Weg zum Schulmediziner? Ja. Gut. Und der macht? Das Standardrepertoire ist, dass biopsiert wird. Ja. Zumindest wird entweder eine Probe entnommen. Ja, Biopsie ist eine Probe entnommen. Was nicht ganz ungefährlich ist, oder? Die Schulmedizin behauptet nicht. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Genau. Es werden MRTs gemacht, also Röntgenuntersuchungen. Die sind auch gesund, oder?
Schulmedizinisch? Das MRT, nee, da habe ich die wenigsten Probleme Gut. mit. Dann wird noch die Mammographie gemacht. Das ist das Quetschen. All das wird durchgezogen. Ja, das ist die Diagnostik, die Standarddiagnostik. Okay. Und dann kommen die Frauen zu einem oder zu mir, weil sie eigentlich nicht operiert werden wollen. Bei, haben wir in einer vorherigen Sendung schon drüber gesprochen, bei sehr kleinen, sehr oberflächlichen Mammakarzinomen, ja, kann man es mit Strom alleine machen. Ich bin aber von diesem Weg weg, weil würde ich es bei mir selber machen? Nein. Ich würde vorbehandeln, 3 Sitzungen, mehr brauche ich auch nicht, Das um, heißt, Strom in den Tumor, der genau, Tumor ich lege, kapselt sich ab genau, die und da kann ich den Operation, einfach nur noch rausnehmen und ganz habe kein genau. rezidives Gewebe ringsherum. Das versuche ich damit zu vermeiden. Ah. Die Patienten bleiben in der Schulmedizin, der Befund ist draußen, dann kommt aber die Nacharbeit. Das heißt, ich habe nur ein Symptom ja erstmal weggenommen. Das Ja. heißt, ich muss dann auch wieder Ernährung, wichtiges Thema, Ursachenforschung, Oder die Partnerschaftsbeziehung. Ja. Nahrungsergänzungsmittel. Es gehört also komplett dann auch dazu, was man dann machen sollte. Ist er hormonrefraktär? Also ist er, hat er Hormonrezeptoren? Das wird schulmedizinisch ja alles dann auch untersucht. Dann hat man diese Befunde alle und kann nacharbeiten. Es gibt Patienten, die gehen in die klassische Chemotherapie oder in die Bestrahlung. In der Zeit, wenn bestrahlt wird, kann ich keine Galvanotherapie dazu machen, weil die Pads, die wir anlegen, werden nass gemacht und Bestrahlungsfelder müssen trocken bleiben. Das heißt, das kann man nicht parallel machen. Wenn die Patientin Angst haben und sagen, ich möchte nichts versäumt haben, dann kann man in Kombination arbeiten, Galvanotherapie, um also auch zu schauen, ist das Operationsfeld wirklich sauber? Und dann die Chemotherapie dazu, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber auch ganz taffe Patienten, die sagen, das möchte ich alles nicht. Die sind dann bei einem, dann macht man immer so, als wenn was drin wäre, als wenn es noch aktiv wäre, obwohl es schon operiert ist und schaut, ist es sauber, wenn gut operiert ist und die Vorbehandlung auch sehr gut gelaufen ist, dann hat man 3 Sitzungen und der Widerstand geht nicht unter die 300 Ohm, dann ist man relativ sicher, dass man erstmal Ruhe hat. Dann macht man in 3 Monaten die nächste Kontrolle, dann nochmal 3 Monate. Also man kontrolliert in einem Jahr relativ engmaschig, damit man nicht überrascht wird. Ja? Die Patienten haben sich ja so ein bisschen gegen die Schulmedizin gestellt, sodass ich versuchen muss, sehr sorgfältig zu arbeiten und sehr engmaschig zu arbeiten, um auch nichts zu übersehen. Ja? Weil das wäre dann, was mir angekreidet wird, weil die Patienten haben ja nicht den Weg genommen, der vorgeschlagen wurde. Das heißt, da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich habe eine Patientin, eine Kollegin von mir, die ist bei einer Gynäkologin und die Gynäkologin trägt das mit, dass wir engmaschig kontrollieren. Es wird regelmäßig Ultraschall gemacht. Es wird alles gemacht, um zu kontrollieren, dass kein Rezidiv, also kein neuer Tumor entsteht. Ja, der Kollegin, der geht super gut darunter. Die Gynäkologin hat mir sogar schon eine weitere Patientin geschickt, um Oh, es so, toll. ja, also das, ich kenne sie gar nicht persönlich, aber liebe Frau Doktor, ich finde es toll. Vielleicht sehen Sie die Sendung irgendwann. Das ist einfach toll. Ja? Das ist dann, das macht Spaß. Und dann kann man wirklich sehr viel erreichen. Und das ist so die Momente, wo man dann auch sehr demütig mit seinen Patienten jedes Jahr sich freut. Aber bei den Brustkrebspatientinnen, wenn es sehr klein ist, wenn keine Metastasen vorliegen, wenn es gut vorbehandelt wird, rausgeholt wird, nachbehandelt wird, mit Schulmedizin oder ohne, fahren wir oder fahre ich in meiner eigenen Praxis mit der Statistik sehr, sehr hoch. Also das sind schon sehr, sehr viele Patienten, die wirklich rezidivfrei schon seit 2001 auch sind. Ja, also das, man kennt ja seine Patienten sehr, sehr lange auch. Weil Und einfach das, das gut abgekapselt wurde. ja, ist Aber einfach. du sagst immer noch, du lässt es heutzutage auch operieren. Ja. Hast du früher diese Ströme länger durchfließen lassen und den Tumor versucht auszukochen? Ja, wir haben früher mehr genadelt. Ah, Nadel an der Brust und den Strom reinlassen durchs Fettgewebe. Ja. Es geht. Viele Statistiken kommen aus China, aber die Chinesen haben mehr Strom. Das heißt, die bringen auch viel, viel mehr Ladungsmenge in den Tumor rein.
Wieso haben die Chinesen mehr? Weil sie es einfach tun, oder? Nee, bei uns ist der Gesetzgeber, hat unsere Maschinen gedeckelt auf 75 mA. Ja, okay. Und die Chinesen können pro Elektrode über 100 mA rausjagen. Also die haben ganz andere leistungsfähigere Geräte wie wir. Von daher habe ich das auch Jahre gesehen und habe für mich einfach entschieden, das würde ich bei mir selber nicht machen. Das ist einfach nicht immer angenehm. Es gibt Patienten, die sagen, das ist mir egal, ich möchte das nur so, das lasse ich mir unterschreiben, dass ich es eigentlich lieber anders mache. Das hat nichts mit Angst zu tun, aber meine Statistik fahre ich so besser. Ich kann es ja vergleichen. Ja? Nadel ich oder mache ich es so, wie ich es für mich auch machen würde? Und wenn ich es bei mir so machen würde, gut, dann muss man sich überlegen, was man dann selber machen möchte. Machen kann man alles, ja. Aber ich sehe meine Statistik, ich sehe meine Erfolge und sehe einfach, so habe ich größere Erfolge. Und warum soll ich meine Erfolge schmälern? Ja. Ja? Eine Operation, die meisten haben Angst einfach vor einer Operation. Gut, ich komme aus dem operativen Fach, das ist für mich die kleinste Hürde, ja? Da habe ich am wenigsten Angst vor. Und ich sage auch immer meinen Patienten, falscht nicht um jeden Millimeter, liebe Damen, sondern lasst eurem Operateur wirklich freie Hand. Diese Rezidive kommen oft, weil die Operateure auch, ich muss jetzt auch mal für die gynäkologischen Operateure hier die Latte brechen, die wollen den Frauen natürlich immer alles recht machen und schneiden sehr knapp, damit es auch schön alles aussieht. Aber es kommt dann häufig auch wieder. Weil das Rezidiv, weil noch irgendein verseuchtes Gewebe nicht... Genau, weil halt die Schnittränder sehr schmal waren. Ja. Das passiert unter Galvanotherapie auch viel weniger, weil ich einfach alles darstelle. Die können dann auch schön operieren, haben eine bessere Wundheilung. Die Frau, also meine Patientin, und ich liebe meine Patientin alle, die falschen um keinen Millimeter, die sagen ganz klar zum Operateur, das, was weg muss, machen Sie bitte, weil wenn der Operateur ein wenig freiere Hand hat, werden die Resultate im Endresultat immer besser. Ich muss jetzt einfach mal die Latte für die Operativen Herrn brechen, weil man kann nicht alles immer verteufeln. Die verteufeln mich zwar oft genug, kann ich sehr gut mit leben, aber ich weiß, wo sie gut sind und das nutze ich auch dann aus. Und für meine Frauen suche ich immer den besten Weg. Und wenn man einen guten Operateur hat, wir haben ein paar gute Operateure auch in Deutschland, die den Herrn, die den Damen nicht so einen Stress machen, wenn sie vorbehandelt sind. Es gibt da wieder wirklich welche, die es machen, die auch wissen, dass man ordentlich arbeitet. Im Gegenteil, ich habe mal einen Chirurgen, also einen Operateur gesprochen, der die Vorbehandlung gesehen hat und einfach nur gesagt hat, wow, ich konnte wirklich wie mit einem Löffel rausnehmen, die Sache war. Also das müsste man ja viel mehr dokumentieren, oder? Aber eigentlich müsste ein Operateur oder müsste diese Therapieform nicht eigentlich einer Operation vorangesetzt werden? Prinzipiell. Das wäre schön, dass man einfach die positiven Effekte des Stromes sich zugute macht. Das kann ich bei allen Formen der Operation machen. Ja. Ich brauche aber 3 Sitzungen dazu. Also um diese ATP und dieses Immunsystem alles zu stimulieren, zu erhöhen, braucht man ungefähr 3 Sitzungen. Das heißt, wenn ich das immer vor jeder Operation, egal welche Operation, machen würde, ich würde da einiges drauf verwetten, dass die Resultate besser würden. Also bei meinen Brustkrebspatientinnen kann ich über die Jahre hin sagen, ich glaube, dass ich durch diese Umstellung der Therapieform größere Erfolge erzielt habe. Und somit kann man eigentlich auch, wenn man das schon so früh merkt, auch verhindern, dass es letztendlich zu noch viel schlimmeren Fach kommt, also bis zu Amputationen. Ja. Gut, es gibt aber auch viele Frauen. Ich habe in den 80er Jahren meine Ausbildung gemacht. Da war es üblich, dass man ältere Damen mit offenen Brüsten noch sah. Was heißt offene Brust? Wo der Tumor aus der Brust rauswächst. Das habe ich einmal gesehen. Ich bringe das Bild nicht mehr aus den Augen, aus dem Kopf raus. Ich höre noch zur Generation, wo die alten Witwen dann zum Gynäkologen kamen und dann wirklich diese offenen Blumenkohlgewächse hatten. Blumenkohl, ja, genau. Ich habe eigentlich gedacht, 2000 gibt es sowas nicht mehr. Da habe ich aber leider einen Fehler in der Denke gehabt. Es gibt auch heute noch junge Frauen in meinem Alter, jünger,
haben es auch. Aber das wächst ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Nein, ist das einfach jahrelang nichts gemacht, niemandem gezeigt oder was? Genau, die einfach Angst auch davor haben. Ja, das ist traurig. Aber wenn was wäre außen, kann man doch frühzeitig jetzt was machen, oder? Ich habe eine österreichische Patientin, eine ganz, ganz taffe. Da ist es nach einer Biopsie entstanden. Die hat also nach der Biopsie, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass man nicht Ewigkeiten Zeit hat. Mhm. Sie hat halt gewartet und dann ist es auch rausgewachsen im Grunde genommen. Die habe ich mit einem Kollegen aus Wien mit der insulinpotenzierten Therapie, 2 Stück haben wir gemacht und Galvanotherapie. Und es war wirklich ein offener Tumor nach außen, den habe ich dann auch genadelt, das muss man dann auch nadeln, und der ist wirklich weg. Ist der irgendwann abgefallen? Der nekrotisiert und wird von Woche zu Woche kleiner. Den habe ich auch sehr schön dokumentiert. Aber ich glaube, das ist nichts für unsere Zuschauer. Es ist nicht unbedingt ich habe es einmal gesehen, wie gesagt, das bringt es nicht mehr aus dem Kopf, einen Blumenkohl so zu sehen. Ja. Und ich weiß auch noch, diese Dame ist dann auch kurz darauf später liebe gestorben. Ärzte, wenn ihr kommen möchtet, euch die Bilder bei mir in der Praxis anschauen möchtet, ihr seid alle herzlich eingeladen. Die Kollegen, die es jetzt vielleicht sehen und sagen, das glaube ich nicht, kommt zu mir und kommt. Ich kann es ja beweisen. Also alles, was wir sagen, kann ich auch alles unterlegen und beweisen auch. Ne? Das ist das Schöne daran. Auch beeindruckend. He? Also auch für einen Zuschauer zum Beispiel, wenn eine betroffene Dame sagt, das will ich mal sehen, bevor ich mich jetzt wirklich nadeln lasse und diese Therapie vormache, dann kann sie auch so Bilder anschauen. Ja, natürlich. Man muss immer sehr präsent sein, oder zumindest transparent. Nicht präsent, Transparenz ist das ist mein Motto in der Therapie. Das heißt, ich muss das, was ich erzähle, das muss ich hinterlegen können, das muss dokumentiert sein. Ja, sonst ist man immer angreifbar. Mhm. Und das möchte ich nicht sein. Mhm. Und Kollegen, denen kann ich natürlich nur meine Dokumentation zeigen. Und so kann man sehr schön therapieren. Ja, da wünsche ich mir auch, dass die Menschen da viel mehr zusammenarbeiten und sagen, die Bälle sich hin und her schieben. Das ist ja kein Konkurrenzkampf. Nein, mein Gott, wir haben alle den Wunsch, Menschen helfen zu dürfen. Und es geht ja nicht immer um die reine Wirtschaftlichkeit. Aber so ist das System aufgebaut. Und, Es geht um den Patienten. Ja, ganz genau. Muss man sagen. Das ist für mich das größte und wichtigste Gut, was ich habe, mein Patient. Mhm. Und das Vertrauen, was man von seinen Patienten entgegengebracht bekommt in all den Jahren und auch die Briefe oder die Karten und alles, was dazugehört, wo man zu Rundgeburtstagen eingeladen wird, zu Hochzeit noch eingeladen wird und. Mhm. Es ist eine Gnade, dass man es erleben darf. Mhm. Es ist eine Bürde, auch zu tragen. Und es macht aber wahnsinnig viel Freude, wenn man... Ja, man muss extrem starke Frau sein. Ich denke eben gegenüber dieser Weißkittel-Dynastie, die dir natürlich sehr viel Druck aufbaut, diese Therapieform, dass du das trägst und immer wieder die Dokumente zeigst und die Erfolgsnachrichten dem Arzt widerspiegelst. Ich meine, das ist eine Aufklärungsarbeit von dir, die irgendwann vielleicht auch dann wirklich sich manifestiert, dass der Arzt von sich aus die Patienten zuweist und sagt, oder wenigstens den Patienten aufklärt. Ich meine, für das steht ja auch QS24. Ja. Wir wollen den Leuten nur zeigen, es gibt mehrere Wege, die zum Ziel führen. Es gibt mit der Spatzen auf die Tauben zu schießen, oder es gibt die andere Form von Möglichkeiten in Ergänzung, vielleicht mit einer Operation, wo man das noch verbinden kann. Das finde ich einfach so schön zu hören. Das ist wichtig. Das ist einer unserer größten Güter, die wir haben. Aufgeklärte, mündige Patienten, tolle Kollegen. Zum Glück habe ich mittlerweile viele Kollegen, die mir ihre Patienten hier anvertrauen. Aber das ist auch ein langer Weg, den man sich erarbeiten muss. Klar. Ganz klar. Und, du machst das jetzt 20 Jahre, oder? Seit 2001. Ja, okay. Und mache nichts anderes. Ja. Nichts anderes als diese Form. Ja. Und ich meine, da kommt ja jetzt auch die Krankenschwesterin, die natürlich zum Ausdruck. Ja, das hast du in einer anderen Sendung schon gesagt, dass auch die Damen, die mit Brustproblematiken kommen, viele fallen ja gleich in ein Loch psychisch. Und dann wird das Problem ja, wenn man die Placebo-Nocebo-Forschung hört, tut ja überhaupt nicht kleiner, sondern es explodiert ja gleich mit dir. Mhm. Die Angst, der Schrecken, die Gefahr und was alles passieren könnte. Man sieht sich ja, die musst du ja abholen. Du musst ja eine Psychologin sein, aber das sind ja Krankenschwestern, alle. Das sind ja die Engel auf Erden. Mutter Teresa. Ja, das sind die Mutter Teresa. Und dann hilfst du den Leuten auch, die Ursache zu finden, die ihrer Wirkung. Wir versuchen es. Ja. Also, wenn man Patienten länger kennt, sind es immer sehr intensive Gespräche. Mhm.
Und ein Therapeut ist auch nicht jeden Tag immer gleich gut drauf. Auch das muss man manchmal als Rückmeldung auch mal sagen dürfen. Aber wir versuchen schon, oder ich versuche schon, hinter die Fassade zu schauen. Ja. Da habe ich ein neues Gerät, ist mir vor ein paar Jahren dazu in meiner Praxis mit, hat mich gefunden, ich habe es gefunden, Time Ja, Weaver, das das Informationsfeld gesteuert. Informationsfeld, genau. Ja, das ist beeindruckend, ja. Da schaue ich nochmal ganz anders Ja. hinter die Fassade meiner Patienten. Ja. Es ist ein rund, also es ist eine runde Sache, die ich brauche. Ich brauche viele Säulen, ja. Ich brauche eine gute Basis. Ich versuche meinen Patienten immer zu erklären, ich muss das wie ein Fundament aufbauen. Das heißt, ich muss erstmal die Grundvoraussetzung schaffen, die Bodenplatte. Das ist eine gute Diagnose. Und dann fange ich an, die Mauern zu setzen. Und die müssen gerade stehen. Das heißt, auch alles, was dazugehört, die Psyche, die Ernährung, die Multivitamine, also die Nahrungsergänzungsmittel, Wasser auch. Also es gibt so viele Wege, die nach Rom führen, aber ich brauche die vier Wände. Und dann kann ich die nächste Platte legen. Das heißt, konzeptiell brauche ich ein vernünftiges Gerüst, um eine vernünftige Krebstherapie durchzuführen. Und das muss man immer wieder sich vor Augen halten. Auch Galvano, keine Monotherapie. Es ist immer ein Teil einer Therapieform, die zum Weg führen oder die für einen positiven Weg sorgen kann. Ja? Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Man kann nicht bei mir den Krebs an der Garderobe abgeben. Das funktioniert nicht. Oder mach mal weg. Ja, Das das geht geht auch nicht. nicht. Ja? Dann muss ich auch sagen, ich kann nicht wegmachen. Ja? Also man muss als Patient sehr konsequent sein. Man darf nicht, ja, wie soll man das ausdrücken, wackelig in seinen Entscheidungen sein, sondern man muss die Therapieform durchziehen. Ich kann nicht heute sagen, nee, heute ist es mir nicht danach, weil die Sonne scheint und ich möchte lieber in Urlaub fahren, sondern man muss wirklich diesen Wochenrhythmus sehr, sehr stringent einhalten. Man muss diszipliniert sein mit seiner Ernährung, mit vielen anderen Sachen. Dann kann man erfolgreich therapieren. Isst man das nicht, sind die Therapieerfolge auch nicht so gut. Habe ich lange Jahre nicht gewusst. Ich habe vor etlichen Jahren mit Professor Sass, das ist der Chef von Oncotherm, das ist die Hyperthermie, auf einem Kongress zusammengestanden und habe ihm meinen Vortrag gezeigt, weil er hat früher auch ein Galvanotherapiegerät auf den Markt gebracht, was die aber schon Jahre nicht mehr machen. Und er war sehr beeindruckt von meinem Vortrag und sagte, Frau Konrads. Und dann fragte er mich was und sagte, wie war denn die Kolommzahl im Durchschnitt bei Ihrem Patienten, wo Sie erfolgreich waren? Und dann habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Er sagte aber, das ist interessant. Und daher weiß ich, dass die 500 Kolomm, dass das eine Zahl ist, die man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass man wirklich diese Ladungsmenge braucht. Und dann habe ich meine ganzen Patientendaten durchgeschaut und habe dann alle in der Statistik mal zusammengerechnet. Und dann sah ich bei den Patienten, wo ich erfolgreich war, wo ich eigentlich anfangs gedacht habe, ui, das wird schwierig, aber habe es dann doch geschafft. Da war die Ladungsmenge im Durchschnitt immer über 500 Coulomb. Und bei denen, wo ich es nicht geschafft habe, die waren auch nie über 500 Coulomb, die waren immer weit drunter, weil dann war der undisziplinierte Patient Urlaub, Ernährung nicht eingestellt, also weiter Cola am Bett. Da kommst du ins Zimmer und denkst, hallo? Ja, es geht gar nicht. Da schimpfe ich auch in Anführungszeichen. Ich bin immer sehr nett, aber da kann man auch gegen Windmühlen bei manchen Leuten reden. Ja? Ja, ich meine, Muss es man auch ist auch sagen, deine Energie, die du reinsetzt breche ich auch und heute Therapien ab. ja, und Das fertig. Ja. geht nicht. Ja? Aber man muss schon, ja, man muss, Disziplin ist das A und O. Und ich brauche ein Ziel. Das heißt, ich frage meinen Patienten auch ganz oft, warum wollen sie leben? Das ist eine Frage, die echt gut und schnell beantwortet sein sollte, Sollte. Und also oft nicht kann. ich habe diese Aussage von vor Jahren von jemandem gehört in einem Vortrag. Und ich wusste, was ich, also mir schoss sofort in den Kopf, ja, ich wüsste auch, warum ich jetzt keine Zeit hätte zu sterben. Ja, es ging bei mir die Galvanotherapie. Die ist noch in Kinderschuhen. Die habe ich jetzt keine Zeit, die nicht weiterzuentwickeln mit. Ja. Aber viele Patienten sitzen vor dir und schauen dich an. Ja, wenn ich meine Enkelkinder groß werden sehen möchte, dann sage ich auch mal, falsche Antwort. Die Kinder werden alle ohne sie groß. Sie Geht um brauchen sie. für sich ein
ein Lebenselixier. Ja. Sie müssen eine Antwort haben, was Sie erreichen wollen. Und wenn es auf den Himalaya klettern ist, was Sie persönlich wollen, Ihr Ziel ist der Weg und nicht Kinder groß werden zu sehen. So schön das ist und unsere Enkelkinder mit Sicherheit sehr schön ist, die heranwachsen zu sehen, aber die werden alle ohne uns groß. Also das heißt, Sie sind der Mittelpunkt. Ich klebe dir an den Lippen, aber die Sendezeit ist abgelaufen. Ja. Also noch ganz abschließend, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen wirklich das Bedürfnis haben, mit dir zu reden, zu kommunizieren, dann kann man dich auch anrufen. Dann würden wir an dieser Stelle einfach noch die Homepage von der Martina Kondritz einblenden. Mailt sie an, schreibt ihr, geht auf die Homepage, informiert euch darüber, telefoniert mit ihr, sucht einen anderen alternativen Weg. Und bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Sie so gut und teilen Sie diese Sendung einfach. Menschen, die betroffen sind, aus weitere Sichtweise mitgebt ihr, verteilt diese Sendung. Ich finde, das ist einfach extrem wichtig, wenn wir so begnadete Therapeuten in ihrem Haus haben, die ihr Wissen ihnen zur Verfügung stellen. Danke vielmals. Gerne, es war mir eine Freude. Dann verabschieden wir uns bei den Zuschauern. Tschüss. Bis ein anderes Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen.